Test, Test. Wir machen den Test. Herr Markus ist wieder hier. Kirmes, Markus. Sehr bekannt, weil er ist überall auf dem Weihnachtsmarkt, auf jede Kirmes hier. Endgame, geil! Ja, richtig, weil es was Neues. Also ich habe es schon ein paar Mal gesehen. So Markus, jetzt geht's aber rein hier in den Eifelpark in Gondorf. Also Tontest, ist schön, dass wir schönes Wetter haben und dass wir jetzt hier auf der Rheinwiesen sind. Ich hab's auf den Augen, ich bin nur Pfeifen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber der schimpft hier gerade wieder. Nein, ich bin der Oberkellner Nummer 1. War das gut, war das gut? Ja, super. War zu viel, war ein bisschen zu viel. Ja, war gut. Ist das nicht fantastisch? Seht mal, was ich gewonnen habe bei der Schießmutter. Ein süßes kleines Entchen. Ja, die ist ja wirklich richtig niedlich. Genau, ich bin eine kleine süße Küken. Also so Vögel finde ich super süß. Ich meine, das ist ein Küken. Das ist Pingu. Der Pinguin von mir. Ja. Ja, ne, jeder kann es mal kriegen, ne, oder erwischen. Ich hoffe, dir geht es bald besser, Kirmes Markus. So, pass auf, Kirmes Hunter, ich muss mit meinem Freund. Der ist mein. Muss ich gleich noch mal hin. Da muss ich ganz kurz korrigieren. Der Kirmes Hunter ist der andere da. Ach, Themenpark. Genau. Hallo Markus, da bin ich wieder. Ja, hallo. Jawohl. Tänzer von Let's Dance. Komm, ihr zwei Hübschen, kommt doch mal hier ran, doch. Ja, wofür das ist, muss ich ihn fragen. Ich bin hier irgendwie nur so ins Geschehen reingefallen. Ich weiß auch nicht. Eine Kirmes ist für mich so ähnlich wie eine Disco, nur dass noch mehr geile Frauen auf einem Fleck sind als in einer Disco. In einer Disco hast du so 300 schöne, hübsche Frauen und hier sind es 1000. Ja. Darf ich vorstellen, das ist Oberkellner Nummer 1. Ich bin Oberkellner Nummer 1 auf YouTube, er ist Kirmes Markus auf YouTube. Und gemeinsam sind wir zwei völlig verschiedene Charaktere, die sich heute hier unter diesem nächtlichen Himmel getroffen haben und jetzt gemeinsam versuchen herauszufinden, warum seid ihr beiden, ja genau ihr beiden, hier auf dem Münsteraner Send. Essen. Nein. Essen. 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 Vielleicht noch irgendwas anderes außer Essen. Damit wir uns die Langeweile vertreiben können. Irgendwas zu tun haben. Die Langeweile vertreiben, das ist auch ein Motiv. Ja, und hat es denn geklappt, möchte ich wissen. Ja, der ist hier. Ja, der ist da. Ja, aber bislang würde ich sagen, habt ihr mich schon getroffen, ist schon mal ein Jackpot, nicht wahr? Ja, ein bisschen überzeugt, also nochmal. Also habt ihr mich getroffen, ist ja ein Jackpot, nicht wahr? Ja! Ja. Die sind alle ganz verrückt nach mir doch. Ja. Ja, ja. Ja, und jetzt, was ist der Plan? Wo geht's als nächstes hin? Ja, wir gucken jetzt erstmal, was hier so Spannendes steht und dann entscheiden wir uns, was wo wir rein wollen. Ja. Wo ihr rein wollt. Also ihr wollt auch richtig fahren, so richtig in eine Kotzmühle, sag ich mal. Ja, mal gucken. Ja, ja, also was sieht denn hier gut aus? Habt ihr vielleicht schon hier, da zum Beispiel, da, die haben ja so ganz toll alles weg, hier der Airwolf. Ja. Ja, vielleicht wird's das. Genau. Ja. Vielleicht aber auch das Riesenrad. Nee, das wird's ganz bestimmt. Ja, warum denn nicht? Hier nicht immer nur negativ. Das Riesenrad ist langweilig. Das schneiden wir raus, denke ich. Ne? Riesenräder sind nicht langweilig. Ja, genau. Die bunten Lichter machen es einfach. Der Geruch, wenn man auf die Kirmes kommt, es ist einfach eine Kirmes für ihn. Es macht Spaß. Es ist einfach sowas auch schön in der Nähe von sich zu Hause zu haben, zu erleben. Und es ist einfach anders als Freizeitpark. Ne? Also es ist auch so ein bisschen Partystimmung. Also, es ist einfach echt toll. Heute habt ihr das Glück, doppelt berühmt zu werden. Nee, kein Interesse. Nee, Markus, da waren die Zeichen der Zeit waren einfach falsch gedeutet. Nee, die wollten gar nicht interviewt werden. Wir sind froh, weil wir froh sind heute, nicht wahr? Ja.
super. Ich wünsche auch dir noch einen schönen Abend. Escape, das Mega-Abenteuer. Flight auf 4. Ja, Hammer gehen, Markus. Wie hat euch die Fahrt gefallen? Ja, lustig! Also, was macht ihr hier? Chillen. Ihr chillt, okay. So, schön mit lustig. Ja, und wie hat euch die Fahrt gefallen? War lustig! Ja, sieht auf jeden Fall sehr spaßig aus.